Die Gemeindeverwaltung Barleben ruhig in der Frühlingssonne. Doch im Inneren tagt der Pandemie-Krisenstab. Regelmäßig trifft sich Bürgermeister Frank Nase mit den für die unterschiedlichen Bereiche verantwortlichen Mitarbeitern und gemeinsam reagiert man auf die sich ständig ändernden Vorgaben vom Bund und Land. Barleben mit seinen knapp 10.000 Einwohnern ist bis jetzt, was die Corona-Fallzahlen betrifft, relativ glimpflich durch die zurückliegenden Monate gekommen. Aber der Teufel steckt wie so oft im Detail und davon gibt es wirklich viele. Denn die Aufgaben reichen von der Verantwortung für die Mitarbeiter der Gemeinde über die Möglichkeiten, Homeoffice zu schaffen, bis hin zur Durchsetzung der verschiedenen Verordnungen für die Bürger und die Wirtschaft. Und immer versucht man hier, die zu Recht besorgten Bürger korrekt zu informieren und hat dazu eine eigene Internetseite eingerichtet. Doch jetzt gibt es einen weiteren Hoffnungsschimmer, denn in der Mittellandhalle Eingang Dahlen-Warslebener Straße ist ein Testzentrum eingerichtet worden. Zweimal in der Woche, so der Plan, Donnerstag und Freitag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr, wird hier getestet. Das läuft ab, dass der Kunde kommt, wir lesen die Chipkarte ein, ich gebe ihn weiter zu meine Kollegin, die macht den Corona-Schnelltest, die Patienten warten draußen oder die Kunden warten draußen und nach 10 Minuten geben wir das Ergebnis bekannt in Form eines Schriftstücks unterschrieben, so dass wir sagen können, der Kunde ist im Moment Corona-frei. Ob das dann wirklich so weitergeht, hängt auch davon ab, wie diese Möglichkeit von den Bürgern wahrgenommen wird. Wer sich testen lassen möchte, braucht die Chipkarte seiner Krankenkasse und am besten ist, man informiert sich vorher über die Termine. Am Ende wird es aber so sein, dass ein negativer Corona-Schnelltest für 24 Stunden ein fast normales Leben ermöglichen wird. Doch bis das soweit ist, wird es noch ein bisschen dauern.